Bam, Leute! Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2 Blind in der Freak Challenge. In der letzten Folge haben wir unseren, ja, quasi Neuanfang begonnen. Mit komplett neuen Pokémon. Und ich sollte mich nicht so viel drehen, weil mich dann nämlich ein Pokémon anspringt, wie dieses WhatsApp. Das ist schon die ganze Zeit so anhänglich und will unbedingt mit mir knuddeln. Aber Blondie sagt, nee, keiner knuddelt mit mir. So, ja, das sind unsere Pokémon, die wir aktuell im Team haben. Also die ersten vier. Die anderen zwei sind nicht existent quasi. Ja, und da wollen wir jetzt endlich diese Elektrolithöhle verlassen. Ich freue mich. Oh, Freiheit. Freiheit in Panaero City. Oh mein Gott. Puh. Erstmal ins Pokémon Center. Puh. Oh, guck mal. Der hat ein, ach, na, wie heißt es? Ich habe den Namen vergessen. Ein Picolente hat er. Cool. Habe ich auch. Habe ich auch. So, Moment, dann können wir unseren überaus männlichen Sperm ablegen. Oh mein Gott. Gut, den Stadel behalten wir noch drin, falls wir irgendwo hinfliegen möchten. Ist, denke ich mal, ganz praktisch. So, dann gucken wir uns ein bisschen in Panaero City herum. Hallo du da! Hast du schon mal von einer großen Passage namens Einklangspassage gehört? Natürlich hast du auch gehört, wer der besitzt ich. Ich habe gehört, das ist ein ganz besonders cooler Kerl. Ich meine, coole Dame. Nämlich BAM heißt er. Heißt die. Mann, ich komme durcheinander. Es ist ein einziger Ort, einzigartiger Ort, wo es jede Menge Auffall der Läden gibt. Also als ich da war, war da nicht wirklich viel, außer das Büro von BAM. Da wo heute Panaero City liegt, gab es früher nur Wildnis. Doch dann haben Pokémon und Menschen dieses Land gemeinsam urbar gemacht. Urbar. Was ist urbar? Keine Ahnung. Hallo du da. Serpinelik, was Pokémon-Zarten anbelangt, ja. Das ist doch kein Spaß, ja. Wo wir gerade von TMs sprechen, wie viele hast du denn bisher ergattert? Lass mich mal schauen. 13, oh. Das habe ich ja noch nie gesehen. Dass es solche Tipps überhaupt gibt, okay. Dieses KP Plus, oh. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Nicht schlecht, Herr Specht. Ah, da gibt es gewiss noch viele weitere TMs zu entdecken. Bringe noch mehr und ich werde großzügig. Okay, kann ich dich nochmal ansprechen vielleicht? Okay. Scheinbar nicht. Gut. Ja, bla bla bla. Maria City, bla 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 bla. Okay. So, wir können ein bisschen PokéRTL gucken. Welches Programm willst du einschalten? Unterhaltung. Hallo Minna. Hi zusammen. Was? Okay. Es ist wieder Zeit für unseren wöchentlichen Japanisch-Kurs. Unser heutiger Satz eignet sich ganz hervorragend, wenn zwei Leute dasselbe denken, als wären sie telepathisch miteinander verbunden. Ich habe gerade genau dasselbe gedacht. Chano Nachikoto Kangai Teta. Wenn ich das sage, kommt die Unterhaltung meist gleich richtig in Fahrt. So, das soll es für heute gewesen sein. Ja, Bataide, also bis zum nächsten Mal. Okay, ja, cool. Bisschen Japanisch, aber ich kann kein Japanisch. Nur so ein paar einzelne Wörter. Okay, da unten sehe ich ein Item. Oh, Professor Esche, was machst du denn hier? Oh, hallo Freak! Endlich treffe ich dich mal persönlich und nicht nur über den Visocaster. Ach, ich stelle mir euch am besten nochmal vor. Gestatten, Professor Esche. Ja, du magst irgendwie dich vorzustellen, ne? Du und dein Team, ihr habt es also inzwischen bis hierher geschafft. Danke, dass du meiner Bitte nachkommst und den Pokédex mit Daten fütterst. Und jetzt habe ich einen kleinen Überfall auf dich vor. Ich möchte nämlich deinen Pokédex bewerten. So, so. Die Anzahl der Pokébälle, die deinem Pokédex als gesehen verzeichnet sind, beläuft sich also auf 101. Oh, 101. Aha, sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Hier hast du eine kleine Belohnung. Ja, gut. Danke. Habe ich den nicht letztes Mal auch schon von Professor Escher bekommen? Ja, die hat's mit der Kohle scheinbar. Der Meisterball ist der Ball der Bälle. Mit ihm gelingt dir jeder Fang, ganz gleich um welches Pokémon es geht. Auf Reisen trifft man viele Pokémon. Lass dir auf keinen Fall den Fang des Jahrhunderts durch die Lappen gehen. In den letzten 2 Jahren haben viele Pokémon ihr Revier gewechselt.
Das bietet einerseits zwar Stoff für neue Studien, aber andererseits beschert es mir auch reichlich Überstunden. Professor Esche! Wer ist das? Ach so, das ist Geraldine. Oh, so ein Zufall. Hallo, Geraldine. Darf ich vorstellen? Das ist Geraldine, die Arena-Leiterin von Pala Aero City. Was heißt hier so ein Zufall? Sie haben mich doch extra darum gebeten, Sie mit dem Flugzeug nach Twin Drake City auf der anderen Seite des Wendelbergs zu fliegen. Sie sagten, zu Fuß käme man zurzeit nicht bis dorthin durch. Ahaha, touché. Aber ich muss dich noch um etwas Geduld bitten. Es gibt da nämlich etwas, das ich vorher im Turm des Himmels überprüfen möchte. Wartest du so lange auf mich? Bis demnächst, Freak. Und vergiss nicht, sei immer schön lieb zu deinem Pokémon. Natürlich. Diese unbesorgte, ja schon fast kopflose Ader hat sie von ihrem Vater. Oh Gott, meine Stimme. Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber jetzt zu dir. Willst du gleich auf einen Arena-Kampf bei mir vorbeischauen? Oder möchtest du lieber erst Professor Esche folgen und im Turm des Himmels trainieren? Mir ist beides recht. Hauptsache, ich bekomme am Ende einen Kampf gegen einen starken Trainer geboten. Alles klärchen. Training hört sich erstmal gar nicht so schlecht an. Da werde ich mal noch nicht in der Arena vorbeigucken. Pala Aero City Zustelldienst. Schnell, sicher und wohin auch immer. Okay. So, da war doch ein Item. Freier Fall. Ist das stark? Ich glaube nicht, oder? Mal gucken. Könnte wahrscheinlich Blondie lernen. Stärke 60, ja. Was? Aha, so, okay. Ja gut, nee, das ist ja... Ist ja Quatsch, die Attacke. So, haben wir hier unten noch was? Oh, hi. Was ist mit dir? Schenk mir was. Los! Ich bestelle die Felder bei Pala Aero City. Ja, und dafür brauche ich Mulche. Ist der Pokémon-Trainer, stimmt's? Du kennst... Dann kennst du vielleicht die versteckten Lichtungen. Da findet man nämlich manchmal welche. Also, Mulche meine ich natürlich. Ich liebe Mulch über alles. Wäre nett, wenn du mir welche bringst. Nein, bei dir schlägt mein Geruchssinn nicht im geringsten aus. Das heißt wohl, du hast keinen Mulch bei dir, dass du keinen Mulch bei dir trägst. Lass mir das ja nicht zur Gewohnheit werden. Okay. Der schnüffelt mich einfach mal eiskalt ab. Ein Topschutz. Okay, was machst du hier hinten ganz versteckt? Du hast doch bestimmt was Tolles für mich. Will man schmackhaftes Gemüse haben, muss man es im Gewächshaus züchten. Wichtig ist, dass es genügend Nährstoffe bekommt, denn die machen später einen Großteil des Geschmacks aus. Alles klar, ein bisschen Gemüse, Kräuterkunde, Unterricht. Keine Ahnung. So, Backpacker, mit dem spreche ich jetzt einfach mal nicht. Ich würde trotzdem gerne... Ne, ich gucke noch nicht in die Arena reinkommen. Wir lassen uns mal nicht spoilern. So, wir gehen erstmal in den Turm des Himmels. Das sollte auf dieser Seite sein. Genau, jetzt sind wir auf Route 7. Route 7, ja, danke schön. So, wen haben wir vorne? Blondie, ja, die braucht noch ein bisschen Erfahrung. Ich höre... Ah, ein Grasbüschel. Gucken wir mal rein, was das ist. Vielleicht ein Order? Oh ja, ein Order. Das gibt Erfahrungspunkte. Level 30 sogar. Nicht schlecht, Herr Specht. Dann paralysiere es am besten mit... Oh, nee. Einfach Akrobatik voll raufhauen. Stärke 110. Macht schon ordentlich Schaden sogar an einem Order. Zwango. Was macht das schon wieder? Statik in Belebekraft. Okay. Gut. Wenn du meinst. Dann bist du jetzt gleich down, liebes Order. Du gibst mir bestimmt sehr, sehr viel Erfahrung. 2000 Erfahrungspunkte. Das nenne ich doch mal eine ordentliche Summe. Nice. So. Dann, Hallöchen, du da. Wenn du auf den Holzplanken verweist, fällst du hinunter. Okay. Du bist kämpfen, du Züchter. Ja, ja. Das habe ich dir schon an deinen Augen angesehen. Darf ich dich meinen Gefallen bitten? Ja, du hast es erfasst. Ich will kämpfen. Ich sehe, wir verstehen uns. Natürlich, kein Problem, Digga. Ich mache dich sehr gerne fertig. Melona heißt du?
Ne, Malone. Okay, ich glaube, du hast das A und das E vertauscht. Aber egal. Ach nee. Okay, mein Witz ging nicht auf. Ich dachte, es hieße dann Melone. Aber nein, es hieße dann Melona. Gut. Dann Funkensprung. Das reicht aus. Sehr gut. Ja, zu erwarten bei einem Picolente, das eine Vierfachschwäche gegen Elektro hat. Ein Navitar, können wir natürlich auch gleich drin bleiben. Die macht einen guten Job, möchte ich hier sagen. Nochmal Funkensprung. Katsching. Da da da. Ba da bam. Bam. Ba bam. Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe im letzten Part, glaube ich, war das. Ja, im letzten Part habe ich ja angesprochen, dass mit der Folgenlänge, ob das 20 oder 30 Minuten sein soll, habe ich ja gesagt, ich hätte das im vorherigen Part schon angesprochen, aber habe ich gar nicht. Also, wie gesagt, ihr könnt in den Kommentaren schreiben, ob ihr lieber wieder 20 Minuten folgen wollt oder immer noch die 30 Minuten folgen. Denn, es wurde sich ja mal gewünscht, dass die Folgen 30 Minuten lang werden, weil es ja nur alle 4 Tage kommt, eine Folge. Also eine Pokémon-Folge. Und daher wurde sich das so gewünscht. Also ich habe kein Problem mit beidem. Ich finde es einfach nur ein bisschen schade, wenn man in 20 Minuten nicht so weit kommt, also nicht so viel erreicht. Aber na gut. Okay, guck mal, die hat einen warmen Balls. Was denn sonst? Dann kannst du mir abkaufen für 1000 Milliarden Pokédollar. Was eine Molras würde sie jetzt vielleicht gegen meinen Brokkolos tauschen wollen. Why? Ich will ein Brokkolos, aber ich will doch nicht meine Molga dafür tauschen. Blondie, aha. Oh Mann. Der gibt mir einen fucking Brokkolos. Das Vieh kann ich nicht kriegen, weil man es nur durch Tausch entwickeln kann. Und hier kriege ich es einfach geschenkt. Mann. Verstehe. Sprich mich einfach wieder an, falls du deine Meinung ändern solltest. Blondie, da siehst du mal, was ich für dich aufgebe. Ich gebe einen fucking Brokkolos auf für dich. Ja, schätze das. Oh Mann. Ein Brokkolos. Ein Dreierkampf. Drei. Bist du bereit? Los geht's. Nicht schon wieder ein Dreierkampf. Oh Mann, ich hasse diese Kämpfe. Göre Paloma. Aber eine Göre wird bestimmt keine allzu starken Pokémon haben. Ja, sag. Gott. Oh Gott. Alles klar. Dann würde ich gerne mal das Phasersnob erstmal zur Grunde stutzen. Dann du bitte den Giftschock. Und du bitte die Juwelenkraft. Alles auf Phasersnob. So, Blondie kommt natürlich zuerst. Dann wird wahrscheinlich das Phasersnob kommen. Oh, sie ist paralysiert. Nice, dann kommt es vielleicht doch noch nicht. Hahaha, ah doch, okay. Es wird scheinbar vorher berechnet. Autsch. Alle gehen auf FAM. Ah, Alter, ist das unfair. Down in Reigen, okay. Na gut, dann müssen wir jetzt wohl ein Beleber ausgeben. Ich hätte eigentlich von Anfang an auf Bubai wechseln sollen. Das ist ja bescheuert, dass ich Farm da drin lasse. Ich dödel. Na gut, also, dann du kannst weiterhin Funkensprung. Du kannst den Beleber einsetzen. Oh, nein. Beleber war schon richtig. So, du machst die Juwelenkraft auf das andere Picolente. So, das wird bestimmt reichen. Und die Juwelenkraft wird bestimmt nicht reichen. Mal gucken, Luftschnitt. Wieso kann er mich da hinten angreifen? Finde ich jetzt aber ein bisschen frech. Ich kann das nicht.
Es hat sogar doch gereicht. Nicht schlecht, Rudolf, nicht schlecht. Verflixt, ich kämpfe doch nicht, um zu verlieren. Ja, ich auch nicht, meine Dame, ich auch nicht. Also, Klappe halten. Okay, was steht denn hier drauf? Tipps für Trainer. Ist das eigene Pokémon schwächer als das gegnerische? Gibt es für den Kampf mehr Erfahrungspunkte? Desto weniger Erfahrungspunkte, okay. So, dann ging dich bitte. Nanu, was habe ich denn hier? Ein verwirrtes Pokémon? Ein verirrtes Pokémon? Nee, ich bin kein Pokémon. Tut mir leid, aber nee. Erzieherin Pia. So, ein Pi? Das ist ja putzig, ein Pi. Level 34, ja gut. Ist zwar Level 34, aber kann wahrscheinlich nix. Also Metronom oder so ein Kack. Ja, da ist es auch schon weg. Und gibt keine Erfahrungspunkte. Super. Ein Chillabell. Oh, ein Chillabell. Das hingegen ist ein bisschen härteres Kaliber. Aber Rudolf wird das, denke ich, mal packen. Oh Gott. Man sieht den Bart doch von hinten. Ah! Aber nicht so stark. Dann würde ich sagen, Juwelenkraft ist. Kehrschelle. Ja. Ja, Volltreffer. Okay. Macht trotzdem nicht viel Schaden. Juwelenkraft leider auch nicht sonderlich. Ich probiere es mal mit einem Steinhagel. Vielleicht ist der stärker. Ach komm, du mit deiner verdammten Scheiß-Kehrschelle. So. Und? Reicht nicht. Na gut, dann mach noch einen Funkensprung zum Abschluss. Los, du hast mich gesagt. Ich hasse die Attacke. Die habe ich im Training ziemlich oft gesehen. Richtig nervig. Boah, du hast wirklich eine scheiß Init von 35, Rudolf. Das ist richtig beeindruckend. Gut. Dann, oh. Ich habe dich ja fast nicht gesehen, mein Kleiner. Sind Sie das, Frau Lehrerin? Ach, es ist nur irgendein Trainer. Was heißt hier irgendein Trainer? Hallo, ich werde ihn von Kleinkindern gemobbt. Vorschüler Pepito. Naja, schon in dem Alter werden sie zu Raufbold und mobben jeden, den sie sehen. Ein Sonflora. Ja, das hätte ich auch haben können. Kann ich ja immer noch haben. Ich habe ja den Sonnenstein. Aber ich habe jetzt, das Tarnpendant ins Team genommen, weil der Farm-LP sich das ja gewünscht hat. Babadabam. Ein Lichtschild willst du erlernen. Das könnte sogar durchaus Sinn machen. Aber für Doppelteam? Ich weiß es nicht. Ja doch, ich finde Lichtschild finde ich besser als Doppelteam. Da muss ich ganz ehrlich sein. Babadabam. Das Gras ist zu hoch, ich kann kaum was erkennen. Tja, Pech für dich. Interessiert mich aber kein Stück. So, lass du mich da bitte durch. Ein Blattstein. Okay. Brauchen wir nicht. Das Tarnpignon entwickelt sich per Level ab. Ich könnte da aber mal so ein bisschen rüber watscheln. Mal gucken, was da hinten ist. Ach so, da geht's. Ach ja, stimmt. Du heißt mich bestimmt. Das war doch die alte Oma. Da. Ja, nein, da gibt es ein Pokémon namens Voltalos, das Blitz und Donner bringt. Und eins namens Boreos, das starke Regenfälle verursacht. Sie fliegen durch die Region und lassen es überall stürmen und hageln. Dadurch ruinieren wir die Ernte. Okay, okay. Heißt du mich? Ja, eine Pause gönnen. Vielen Dank. So. Dann wollen wir hier mal wieder zurückgehen, aber dort hat es noch Items, die ich mir gerne abholen möchte. Und ein Vorschüler ist da auch noch. Ich bin ein Pokémon! Okay, Pokéball! Los! Vorschülerin Lola! Die Lola! Lol! Ein Flampivian. Ein Flampivian, ja genau, das ist ein Flampivian, das ist ein Flampion natürlich.
Ja gut, ich würde sagen Akrobatik. Boom. Und hat nicht gereicht. Schau. Was? Darf ich fragen, wieso das Flampion Flammenblitz kann auf dem niedrigen Level? Darf ich fragen, wieso dieser beschissene Zufall gerade sein muss, dass es sich danach auch noch selbst killt? Schön, wir haben Blondie verloren. Ja, jetzt kann ich es ja endlich gegen einen Brokkolos eintauschen. Oh Mann. Why? Scheiß Tampignon, geh weg. Oh Mann, wieso konnte ich dieses Drecks-Flampion Flammenblitz? Was zur Hölle soll das? Wieso lernt es das so früh? Das ist doch nicht mehr normal. Giftschock. Oh Mann. Ach komm, du gibst eh keine Erfahrungspunkte. Komm, lass einfach flüchten. Irgendwann werden wir es schaffen. Dinosaurier, komm. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Leck mich, du kleines Tampignon. Dankeschön. Gut, dann müssen wir uns wohl wieder ein neues Pokémon holen. Turm des Himmels. Okay, dann gehe ich vielleicht doch nochmal darüber, gucke, was da ist. Ein Doppelkampf. Der Visocaster klingelt. Wer stört? Hallo, Mama hier, wo bist du denn gerade? Wir auf Route 7? Das ist ja toll. Interessiert mich aber nicht. Und? Verstehst du dich auch gut mit deinem Pokémon? Du darfst nicht vergessen, dass du es dem Pokémon zu verdanken hast, dass du so viel herumkommst. Dafür sollst du ihnen stets dankbar sein und zügig ein Pokémon-Center aufsuchen, wenn sie angeschlagen sind. Ja genau, stich noch am besten richtig tief in die Wunde rein. So macht man das, Mutter. Du bist sehr feinfühlig, ich sehe schon. Du hast deinen Job gut gemacht. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe selbst mal am Empfang eines Pokémon-Centers gearbeitet. So, das war's für den Augenblick von mir. Bis später, Schatz. Ja, ich hab dich auch lieb. Ja. Ich glaube, ich muss zum Ausgleich hier erstmal einen Clown verprügeln. Ein Duell auf einem Holzbalken, wenn das mal nicht cool ist. Dass mein Zorn zu spüren bekommen. Kaspar. Rumborak. Ein Pupanzer hast du, ne? Gut. Ich habe ein Tampignon. Mit Gigasauger. Schutzteiler. Okay, mach ruhig. Mach ruhig. Ist mir egal. Setz trotzdem die Gigasauger ein. Tja, was hast du davon? Wahrscheinlich hat es die Verteidigungswerte irgendwie ausgeglichen. Das war auf jeden Fall nicht zu seinem Vorteil, denn ich habe eine schlechtere Verteidigung. Zu verlieren war jetzt eher uncool. Naja, aber das gilt natürlich nur für mich. Du bist und bleibst natürlich trotzdem cool. Ja. Kann ich dich da runterstoßen? Nee. Es tut mir übrigens leid, Blondie. Das war alles mit Absicht. Ich hätte das... Ich kann das noch nicht ahnen, dass der Typ einfach Flammenblitz kann. Mann. So, was... Ich habe Kreuzschere gefunden. Das kann ich bestimmt niemandem beibringen. Aber ich gucke trotzdem mal. Nee.
kann und will niemand lernen. Na gut, dann würde ich sagen, machen hier noch den Doppelkampf. Mit, ja, Blueberry, komm. Thumb und Blueberry. Gegen zwei Kleinkinder dürfen wir das wohl schaffen, oder? Diese kleinen Zwillinge. Wir sind ein tolles Team, los, kämpft mit uns. Wenn Zwillinge zusammenarbeiten, kann nichts schief gehen. Außer alles. Ima und Oda. Senko und Vipites. Okay, das ist tatsächlich ein sehr hartes Kaliber, möchte ich anmerken. Verdammte Hacke. Hallo, ihr dürft mit solchen fiesen Pokémon noch nicht spielen. Ihr seid viel zu jung dafür. Ich habe äußerst viel Respekt vor Sengo. Ich werde Sengo mal toxinieren und Surfer greift alle an. Ja, das ist ein bisschen blöd. Dann mache ich die Sprungfeder auch auf Sengo. Sag mal im Klaue, ouch. Halte durch, Fam. Ach, Scheiße. Sporenwert wirkt. Okay, es ist eingeschlafen. Das ist auch. Das ist sogar besser als Gift. Giftschock, okay. Autsch. Springt hoch in die Luft. Gut, aber ich denke, wir haben gute Chancen, wenn wir da auf Rudolf wechseln. Von daher, lass mal machen. Komm zurück, Fam. Alles klar, Rudolf. Chill. Oh, jetzt muss natürlich ein Nachthieb kommen. Ist nicht sehr effektiv. Ach, ist es jetzt Stahl? Wusste ich gar nicht. Man lernt nie aus. Ich dachte, das Knet bleibt ein reines Gesteins-Pokémon. Aber dann ist er doppelt praktisch. Okay, dann. Senko hat ordentlich eingesteckt. Würde ich sagen. Juwelenkraft auf Senko und Slam von mir aus auch auf Senko. Kannst du das nicht auf Rudolf einsetzen? Aua, keine Wirkung. Nope. Nope, nope. Okay, Slam ging daneben. Hoffentlich reicht Juwelenkraft aus. Jawohl. Sehr, sehr gut. Level up. Dibididim. Okay, bleibt nur noch das Vipites. Würde ich sagen, auch Juwelenkraft. Und du kannst, ja, Slam machen. Bam, bam, Giftschock. Ja, wird wieder ein bisschen viel Schaden zufügen. Okay, aber gut, das sollte es gewesen sein für Vipites. Tschüss, Mann. Haben wir doch souverän hingekriegt. Ihr gebt ein besseres Team ab als wir. Ich bin aber alleine. Ich kann kein Team sein. So, da geht's aber noch ordentlich weiter. Ja, gut. Ich würde aber, ehrlich gesagt, gerne den Party mal beenden. Damit wir ihn nicht immer überziehen. Würde ich sagen, war's das für diese Folge. Pokémon Schwarz 2. Ich werde kurz mir ein anderes Pokémon holen, weil, ja, ihr wisst ja warum. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, macht's gut, Leute, und tschö. Es tut mir leid, Blondie.